Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu der Vortragsreihe zur Bekämpfung des Antiziganismus heute, die organisiert wird vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, DIS in der Abkürzung, und in Kooperation mit dem Zentrum für Erinnerungskultur. Mein Name ist Annelei Schalles vom Zentrum für Erinnerungskultur und später wird Herr Fennmann vom DIS die Moderation übernehmen und dann, wenn also Bedarf ist, auch vielleicht noch ein bisschen was zum DIS erzählen. Ich freue mich ganz besonders, auch die Referentin des heutigen Tages begrüßen zu dürfen, Dr. Raffaela Eulbech vom Forum Internationale Wissenschaft der Universität Bonn. Herzlich willkommen. Frau Eulbech hat vergleichende Religionswissenschaft, Psychologie, Altes Testament, so heißt das Fach tatsächlich, ne? Ich habe nämlich noch gegoogelt mal, und theologische Frauenforschung an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert. Mit dem Thema Antiziganismus hat sich Frau Eulbech bereits in ihrer Magisterarbeit auseinandergesetzt und eine Analyse von katholischen Wallfahrten von Sinti und Roma vorgelegt. Im März 2018, also ganz frisch, wurde Frau Eulbech an der Universität Luzern mit der Dissertation Neue Orte für die Götter, Lokalisierungsdynamiken von Hindu-Praxis in der Schweiz im Kontext der sri-lankisch-tamilischen Diaspora promoviert. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Mit dem Thema Religion und Migration sind weitere Schwerpunkte Ihrer Arbeit Religionsästhetik, religionswissenschaftliche Theoriebildung und das Wechselverhältnis von Religion und Gender. Und damit leite ich dann gleich über zu unserem heutigen Vortrag Doing Gender und Doing Gypsy. Frau Eulbech, Ihre Präsentation kann beginnen. Ja, herzlichen Dank. Kann man mich gut hören? Ja, erstmal Entschuldigung nochmal für die Verspätung. Das war etwas kompliziert mit der Deutschen Bahn. Ich freue mich sehr, heute zu Ihnen zum Thema das Bild der Zigeunerin als Potenzierung von Stereotypen, Anmerkungen zum Wechselverhältnis von Geschlecht und Ethnie zu sprechen. Mein Vortrag innerhalb dieser Vortragsreihe zur Bekämpfung des Antiziganismus heute knüpft sich ja teilweise an die beiden vorangegangenen Vorträge an. Mein Vortrag basiert auf einem Buchbeitrag Doing Gender und Doing Gypsy im Sammelband Antiziganistische Zustände zur Kritik eines allgegenwärtigen Ressentiments, herausgegeben von Markus End, der ja auch schon hier gesprochen hat, Katrin Herold und Yvonne Robel aus dem Jahr 2009. Wer es noch nicht kennt, das ist das Buch, sehr zu empfehlen. In den Beispielen, die ich heute zeigen werde, beziehe ich mich in erster Linie auf den Repräsentationsraum der bildenden Kunst und in den Zitaten auf Belletristik und Beispiele aus der sogenannten Ziganologie als Wissenschaftsdisziplin. Sicherlich könnte man als Beispiele auch sehr anschaulich das Medium Film heranziehen. Wenn ich im Folgenden den Begriff Zigeuner verwende, meine ich damit immer den stereotypen Diskurs. Und Sie müssen beim Zuhören immer die Anführungszeichen im Kopf mitdenken. In den Bildern Zigeuner, Zigeunerin sind ethnische und Gender-Stereotype untrennbar miteinander verwoben. Carmen, die Titelheldin Prosper Mérimées berühmter Novelle, ist dafür ein Paradebeispiel. Sie verkörpert das Bild der freiheitsliebenden Zigeunerin wie auch der zügellosen Frau in anschaulicher Weise. Sie antwortete jedem, verführerische Blicke umherschweifend, die Faust in der Hüfte, frech wie eben nur eine wirkliche Zigeunerin, die sie auch war. Zuerst gefiel sie mir nicht und ich nahm meine Arbeit wieder auf. Aber sie, so wie die Frauen und die Katzen, die nicht kommen, wenn man sie ruft, und die stets kommen, wenn man sie nicht ruft, blieb stehen und sprach mich an. So ein Zitat aus der Novelle kam. Die Kategorisierung als männlicher oder weiblicher Mensch und als Mitglied einer Ethnie stellen zwei unterschiedliche Dimensionen sozialer Differenz dar. Im Alltagsverständnis gelten beide meist als vorgesellschaftliche, naturgegebene Größen, die immer auch mit ontologischen Merkmalen verbunden sind. Sie ordnen soziales Leben, erzeugen Hierarchien und leisten vielfach sozialer Ungerechtigkeit Vorschub.
Meinen Vortrag möchte ich jetzt wie folgt gliedern. Zuerst möchte ich kurz auf die Kategorie Geschlecht innerhalb des Zigeunerdiskurses eingehen und die intersektionelle Diskriminierung, die daraus abzuleiten ist. Dann stelle ich parallele Konstruktionen von Frauen wie auch Zigeunern vor. Auf diese Argumentationslinie gehe ich gleich noch ein. Und ihre Topoi, exemplarisch zeige ich das an der Gegenüberstellung von schmutzigen Naturkindern gegenüber sauberen Kulturmenschen und auch dem Antagonismus, also dem Bild von triebhaften Begehren gegenüber konformer Sexualität. Und als drittes Beispiel magische Irrationalität gegenübergestellt religiöser Vernunft. In einem nächsten Schritt zeige ich dann auf, dass das Bild der Zigeunerin oftmals eine Potenzierung dieser Konstruktionen darstellt. Das möchte ich an zwei Beispielen zeigen, und zwar dem Bild der Zigeunerin als erotische femme fatale und der wahrsagenden Zigeunerin. Abschließend will ich dann mit einem kurzen Fazit. Also beginnen möchte ich mit der Thematisierung der Kategorie Geschlecht innerhalb des Zigeunerdiskurses und daraus folgender intersektioneller Diskriminierung. Die Konstruktion einer Zigeuneridentität, mit Beginn der Moderne wurde die Kategorie Geschlecht und Ethnie zu universellen Ordnungsprinzipien erhoben, deren Ursprünge als in der Natur begründet gesehen wurden. Diese beiden kulturellen Superschemata sind in gängigen gesellschaftlichen Diskursen und in der Wissenschaftsgeschichte nicht selten untrennbar miteinander verwoben. Weder die Analyse der Kategorie Geschlecht noch die der Kategorie Ethnie sind dabei als Nebendiskurs zu verstehen. Festzuhalten ist jedoch, dass es Unterschiede zwischen den beiden Teilungsdimensionen Geschlecht und Ethnie gibt. Die Geschlechterdifferenz ist im westlichen Kontext meist strikt binär organisiert, während die Vorstellungen ethnischer Identitäten vielfältig sind. Die Wahrnehmung geschlechtlicher und ethnischer Zuschreibungen beeinflussen sich jedoch gegenseitig in zahlreichen Möglichkeiten der Verknüpfung. Lange bevor außereuropäische Ethnien in Europa als wild, im Gegensatz zu den zivilisierten Völkern des Westens, tituliert wurden, wurden die als Zigeuner bezeichneten als interne Wilde angesehen. Die Fremdheit dieser Gruppe unterliegt dominanzgesellschaftlichen Konstruktionen. Die Stereotype wurden über die Jahrhunderte weitergegeben und haben die europäische Mentalitätsgeschichte nachhaltig geprägt. Die Naturalisierung und Verwissenschaftlichung ethnischer Differenzen führte dazu, dass das Konstrukt des Zigeuners sogar in den wissenschaftlichen Diskurs eingeführt wurde. Meist beinhaltet das sogenannte ziganologische Paradigma die Darstellung der zigeunerischen, in Anführungszeichen, Lebensweise als Gegenbild zur bürgerlichen Gesellschaft, welche sich durch eine kapitalistische Ökonomie, territoriale Nationalstaaten und dichotome Geschlechterverhältnisse auszeichnet. Differenzen zur bürgerlichen Gesellschaft werden im Bereich des ökonomischen Sektors, der Produktionsweise, der politischen Selbstorganisation, in der Struktur des Weltbildes und der Deutungssysteme und nicht zuletzt in den Geschlechterverhältnissen konstruiert. Darauf möchte ich nur eingehen. An dieser Stelle kann auch die Analyse der ineinander verzahnten Konstruktion von Geschlecht, Geschlechterrollen mit einer ethnischen Zigeuneridentität, / Kultur und ihren Wechselwirkungen ansetzen. Da sich die beiden sozialen Teilungsdimensionen Geschlecht und Ethnie wechselseitig beeinflussen, beinhaltet die Darstellung eines bestimmten Zigeunerbildes auch geschlechtsspezifische Zuschreibungen. Das Abhängigkeitsverhältnis der Konstruktion von Geschlecht und Ethnie, das nicht auf einer einfachen Addition basiert, ist äußerst komplex und deshalb nicht leicht zu entschlüsseln. Die Intersektionalitätstheorie hat sich intensiv damit beschäftigt. Spätestens im Rahmen der deutschen Romantik verfestigten sich dann die vergeschlechtlichten antiziganistischen Stereotypen. Oftmals werden in antiziganistischen Diskursen die zigeunerischen Geschlechterverhältnisse als unklar
und damit bedrohlich für die klare bipolare Einteilung von Mann und Frau angesehen. Heinrich Moritz Gottlieb Krellmann, er lebte von 1756 bis 1804, der als Begründer der sogenannten Zigeunologie bezeichnet werden kann, vermerkte, dass die Zigeuner gegen die gesellschaftlich normierten Verhaltensweisen der Geschlechter verstoßen. Aus seiner Perspektive ist es beispielsweise anrüchig, dass nicht nur die Zigeunermänner, sondern auch Zigeunerinnen rauchen. Vor allem das Pfeife- oder Zigarre-Rauchen der Frauen wird als verwerflich angesehen, da es als ganz besonders unweiblich gilt. Dazu habe ich versucht, habe ich drei Bilder ausgewählt. Einmal das bekannte Bild von Manet, Zigeunerin mit Zigarre, und dann zwei Bilder, wo Zigeunerinnen Pfeife rauchen, einmal von Gräfin Bertha von Narco, das Bild einer alten Zigeunerin und dann das bekannte Bild von Otto Müller, Zigeuner Madonna. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass es neben dem Diskurs der Verwischung der Geschlechterrollen durch die Zigeuner auch sehr verbreitete Diskursfelder gibt, die sich im Rahmen klarer, traditioneller Geschlechterzuschreibungen bewegen. Diese Widersprüchlichkeit wird beispielsweise in den Bildern der Hose tragenden Zigeunerin und der Zigeunerin im weiten Rock deutlich. Während ersteres die Unklarheit der Geschlechterrollen unterstreicht, bewegt sich das zweite Bild, welches die Weiblichkeit der Zigeunerin betont, innerhalb der bipolaren Geschlechtermatrix. Nun, im gegenseitigen Bedingungsverhältnis von Zigeuner- und Frauen- und Männerbildern lässt sich zunächst folgende Argumentationslinie hervorheben. Also erstens, es finden sich Parallelen in der Konstruktion einer weiblichen Identität und einer spezifischen Zigeuneridentität. Beispiele dafür werde ich Ihnen gleich vorstellen. Gemeinsam ist diesen diskursiven Konstruktionen ein gleichzeitiges Exotisieren wie auch Dämonisieren der als minderwertig angesehenen Gruppe. Beispiele für dieses auf der einen Seite aufwerten, auf der anderen Seite abwerten im gleichen Bild zeige ich Ihnen auch gleich in den vorgestellten Beispielen. Wie auch Zigeuner als das Fremde gezeichnet wurden, wurde die Frau vor dem Hintergrund der Matrix einer bipolaren, androzentrisch ausgerichteten Geschlechterdifferenz als das Fremde, Unheimliche angesehen. Die weibliche Kultur, die des anderen Geschlechts, wie Simone de Beauvoir es nennt, wie auch die Zigeunerkultur wurden als imitative Kulturen verstanden. Viele den Zigeunern zugeschriebene Adjektive wie irrational, intuitiv und geheimnisvoll finden sich in der abendländischen Mentalitätsgeschichte auch als Zuschreibung für das Weibliche. Parallelen lassen sich im beiden Gruppen zugeschriebenen Gefährdungspotenzial für die patriarchale, bürgerliche Ordnung ausmachen. Würden beide Kulturen, die weibliche wie auch die zigeunerische, ohne Einschränkungen ausgelebt, so wird in den Diskursen argumentiert, würde die Gesellschaft nicht mehr in produktiver Weise funktionieren. Die Zigeunerin ist eine Potenzierung der Eigenschaften, die Zigeunern geschlechtsunabhängig zugeschrieben werden. Darüber hinaus ist sie aber auch die Überzeichnung des weiblichen Wesens. Die Zigeunerin ist also noch mehr Zigeuner und noch mehr Frau. Auf diesen Punkt gehe ich dann gleich in Nummer 3 ein. Im Diskurs dieser parallelen Konstruktionen, die ich gleich vorstelle, fällt auf, dass die Felder Sexualität und Religion jene Bereiche sind, deren Ordnungen als von Frauen wie auch Zigeunern bedroht angesehen werden. Die an der heterosexuellen Matrix ausgerichtete androzentrische Sexualität und die institutionalisierten, patriarchal ausgerichteten Religionen werden durch die proklamierte weibliche Kultur und das Zigeunertum in ihren Fundamenten bedroht. Die Verteidigung, die von Seiten der Dominanzgesellschaft einsetzt, gipfelt in Frauen- wie auch Zigeunerfeindlichkeit. Bei allen Differenzen zwischen Antiziganismus und Misogynie ist es erhellend, einen Blick auf diese Parallelen zu werfen.
Jetzt komme ich zu meinem ersten Beispiel der Gegenüberstellung der Bilder schmutzige Naturkinder gegenüber sauberen Kulturmenschen. Der Völkerkundler Martin Block formulierte in den 1920er Jahren Folgendes: Hüten muss man sich als europäischer Kulturmensch vor allem, dass man nicht allzu sehr in das freie, ungebundene Naturleben des Zigeuners hineinwächst. Die lange und enge Berührung mit diesem rätselhaften Volk, das nirgend und nie, das Ruhelose übt auf das Nervensystem eines Kulturmenschen einen unwiderstehlichen, fesselnden, aber zugleich auch seltsam zerrüttenden Einfluss aus. So viel das Zitat. Die Zuordnung der Zigeuner zu den sogenannten Naturvölkern geht auf die Zeit der Institutionalisierung der Ethnologie im 19. Jahrhundert zurück. Die Kategorisierung als geschlechtslos, kulturloses und religionsloses Naturvolk im Gegensatz zur Kategorie des geschichtsmächtigen Kulturvolkes kann parallel zur Konstruktion eines essentiell weiblichen und männlichen Wesens gesehen werden. Werden die Zigeuner als Naturkinder und die Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft als Kulturmenschen beschrieben, so ist diese binäre Struktur analog zur Zuschreibung von Frauen als Naturverbundenen und Männern als Kulturschaffenden anzusehen. Dabei werden Zigeuner, wie aber auch Frauen, mit Verweis auf ihre Emotionalität und Impulsivität oft als kindlich beschrieben. Robert Ritter, der nationalsozialistische Rassentheoretiker, dessen sogenannte Forschung die Grundlage für die Ermordung von Tausenden von Roma bildete, schreibt rückblickend zum Beispiel in seinem Lebenslauf: Die stammechten Zigeuner sind nicht zu Unrecht als Naturkinder, als Zurückgebliebene bezeichnet worden. Was läge näher, als dass sich ein Kinderpsychiater mit ihnen beschäftigte? Sie studierte, über sie schrieb und Vorschläge machte, wie sie zu behandeln seien. Durch die diskursive Verbindung von Frauen und Zigeunern mit dem Bereich der Natur, hier habe ich zwei Bilder ausgewählt, einmal von Laura Knight, das ist eine impressionistische britische Malerin, das heißt Young Gypsies, und einmal von Amrita Shergil, das ist eine ungarisch-indische Malerin, war das. Und das ist das Bild Hungarian Gypsy Girl aus dem Jahr 1932. Also, Frauen und Zigeunern wird oftmals eine besondere Ähnlichkeit mit Tieren unterstellt. Die Beschreibung von Zigeunern als tierisch und animalisch findet sich gehäuft in literarischen und ethnografischen Dokumenten. Die Wesensart der Zigeuner, jetzt kommt wieder ein Zitat, ist primitiv und tierhaft. Ihr Denken und Tun wird vom Instinkt und einem natürlichen Gefühl geleitet, während der Verstand und logisches Denken nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das ist ein Zitat aus einer Dissertation von Gerhard Stein aus dem Jahr 1941. Dabei wird besonders der Bereich der Sexualität der Zigeuner als animalisch kodiert und damit als primitiv abgewertet. Pierre Dalland schreibt in seinem Buch Unter Hexen und Zauberern die geheime Tradition der Zigeuner aus dem Jahr 1980. Ihre Triebe, also die der Zigeuner, bleiben im Bereich des Einfachen, des Instinktiven und in der Nachbarschaft der Tierwelt. Frauen wie auch Zigeuner werden symbolisch mit dem Bereich des Unhygienischen und Schmutzigen verbunden. Der Ekel vor weiblichen Körperflüssigkeiten ist eine verbreitete Folge dieses Diskurses. Auch Zigeuner werden im Sinne der bürgerlichen Ordnung als schmutzig und unhygienisch gezeichnet. Das Naturvolk-Paradigma führte dazu, dass die Körperlichkeit der Zigeuner immer wieder in den Blick genommen wurde. Die Verkörperlichung der antiziganistischen Ideologie durch die Zeichnung eines spezifischen Zigeunerkörpers beinhaltet auch immer geschlechtsspezifische Zuschreibungen. Ganz besonders wurde der Blick auf den Körper der Zigeunerinnen gerichtet.
Die Schönheit der Zigeunerinnen wird meist als ambivalent beschrieben. Sie entspricht nicht dem gängigen Schönheitsideal. Über Carmen in der Novelle von Mérimée heißt es zum Beispiel: Sie war eine seltsame und zugleich wilde Schönheit, von einem Aussehen, das zunächst überraschte, das man aber nicht mehr vergessen konnte. Die Zigeunerinnen werden noch einmal mehr als mit der Natur lebend gezeichnet. Besonders die animalische Sexualität der Zigeunerinnen wird als gefährlich für die gesellschaftliche Ordnung angesehen. Jetzt kann ich nicht mehr weiterklicken. So, nochmal probieren. So. Nun komme ich zum nächsten Antagonismus, triebhaftes Begehren im Gegensatz zu konformer Sexualität. Die Beschreibung des Naturlebens der Zigeuner setzte besonders die Sexualität der Zigeuner in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Sexualisierung des Zigeuners durch die Zigeunologie und gesellschaftliche Diskurse enthält viele Parallelen zur wissenschaftlichen Fokussierung von Frauen als primär sexuelle Wesen. Die Zigeuner werden als triebhafte und ihren Begierden ausgelieferte Gruppe gezeichnet. Nun kommt wieder ein Zitat aus der Dissertation von 1941 von Stein. Während des Laufens packte ihn plötzlich die Sehnsucht nach seinem Weibe. Auf der Stelle machte er Kehrt und rast zum Lagerplatz zurück. Sein Weib sieht ihn kommen, sie springt auf und eilt dem nahen Walde zu, Lockschreie ausstoßend. In wilder Gier folgt der Mann. Sie hetzt und lockt ihn. Dann sind sie beide ganz Tier im Dunkel der Nacht. Unzählige Beispiele sind in der Literatur und in den visuellen Medien für die Zugelösigkeit, Promiskuität und frühreife Sexualität der Zigeuner zu finden. Beiden Geschlechtern wird eine nonkonforme Sexualität zugeschrieben, welche die bürgerliche, monogam strukturierte Ordnung der Gesellschaft gefährde. Dabei stehen jedoch die Zigeunerinnen in besonderem Fokus, da diesen noch einmal mehr vorgeworfen wird, die sexuellen Konventionen zu sprengen. Belege, die von der Promiskuität von männlichen Zigeunern berichten, fehlen aber natürlich nicht. Dabei wird besonders auf die Gefahr hingewiesen, die vom sexuellen Umgang von Zigeunern mit Frauen der Dominanzgesellschaft ausgehe, da es sich hier in gesteigertem Maße um unverbindliche Sexualität handele, die lediglich der Lustbefriedigung der Zigeuner diene. Krellmann sah die sexuelle Schamlosigkeit der Zigeuner in ihrer religiösen Indifferenz begründet. Die Parallelen und Verbindungen zwischen der postulierten nonkonformen Sexualität der Zigeuner, welche die bürgerliche Gesellschaft ins Wanken bringe, und der postulierten nonkonformen Religiosität der Zigeuner, welche als ein weiterer Grund für die Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung angesehen wird, wird in dieser Deutung expliziert. Nun komme ich zu meinem nächsten Beispiel, der Gegenüberstellung von magischer Irrationalität, die der Gruppe der Zigeuner zugeschrieben wird, und religiöser Vernunft. Zigeunern wie auch Frauen wird im Vergleich zu den männlichen Mitgliedern der Dominanzgesellschaft häufig ein Mangel an rationalem Denkvermögen zugeschrieben. Die Fähigkeit zu klarem logischem Denken werden die magische Begabung der Zigeuner und die intuitive Ahnung der Frauen gegenübergestellt. Diskursanalytische Ansätze innerhalb der Religionswissenschaft haben herausgestellt, dass der Begriff Magie als relationaler, sozial konstruierter Gegenbegriff zur Religion konstruiert ist, der als substanziell von Religion unterschieden betrachten wird. Magiezuschreibungen sind immer mit der Konstruktion eines anderen verbunden. Als normativer Gegenbegriff zum Religionsbegriff haben diesen besonders die Ethnologen des frühen 20. Jahrhunderts produziert, wie Stanley Tambaya gezeigt hat.
Der Berliner Religionswissenschaftler Hartmut Zinser schreibt zum Begriff der Magie Folgendes. Als Magie wird also zunächst immer die Religion der anderen, die fremde Religion, bezeichnet. Und da Religionen immer auch eine moralische Gemeinschaft konstituieren, mit einer moralischen Abwertung verbunden. Die Unterscheidung von Magie und Religion ist also ein Resultat der sozialen Prozesse. Im Diskurs zur Magie der Zigeuner sind Parallelen zur Behauptung auszumachen, dass das weibliche Wesen dem Bereich des Übersinnlichen besonders nahe sei. Oftmals wird eine mystische Zigeuneridentität postuliert, welche die Zigeuner zu Experten mit uraltem magischem Wissen macht. Das religiöse Leben der Zigeuner wird... Moment. Wird bereits in den ersten schriftlichen Nennungen mit magischen Praktiken in Verbindung gebracht. So bezeichnete man sie bereits bei ihrer Ankunft in Westeuropa als Chaldäer, gemäß dem biblischen Buch Daniel aus dem Alten Testament, die als Zeichendeuter bekannt waren. Nicht nur die Verknüpfung der Zigeuner mit magischen Praktiken ist im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsbevölkerung verankert. Ein weiteres verbreitetes Stereotyp ist der Vorwurf der Geldmacherei und Betrügerei durch magische Praktiken. Diesen Vorwurf findet man bereits in den ersten Quellen mit dem Ausüben des Wahrsagens gekoppelt. Die postulierte nonkonforme Religiosität der Zigeuner nimmt ihren Anfang im Vorwurf der Religionslosigkeit der Zigeuner. Dieser zieht sich wie ein roter Faden durch die Betrachtung zigeunerischen Lebens. In der sächsischen Chronik des Historikers Albert Kranz, der lebte ungefähr von 1450 bis 1517, ist zu lesen: Dieser Menschenschlag macht sich keine Sorgen um die Religion und lebt in den Tag hinein. Bei dieser Verwendung des Begriffs Religion ist natürlich immer die Frage zu stellen, welcher Religionsbegriff dahinter liegt und wie dort genau Religion definiert wird. Fliss Locke, den ich eben schon erwähnt habe, war einer der ersten, der im 19. Jahrhundert von einer eigenen religiösen Tradition der Zigeuner ausging. Auch im religiösen Leben von Frauen finden sich innerhalb der Wissenschaftsgeschichte ähnliche Aussagen. Einige misogyne Argumentationslinien sprechen Frauen die Fähigkeit ab, überhaupt einen Zugang zum tiefen Kern des Glaubens zu haben, und andere Diskurse gehen von einer eigenen weiblichen Spiritualität aus. Aufbauend auf das gerade Beschriebene möchte ich nun meine zweite Argumentationslinie vorstellen, nämlich die Konstruktion einer spezifisch weiblichen Zigeuneridentität ist vielfach eine Potenzierung der Konstruktion eines zigeunerischen wie auch eines spezifisch weiblichen Wesens. Das will ich jetzt anhand von zwei Beispielen explizieren. Einmal am Beispiel des Bildes der wahrsagenden Zigeunerin und einmal am Beispiel des Bildes der Zigeunerin als erotische Femme fatale. Eine Zuschreibung von Frauen als intuitive Wesen, die qua ihres Geschlechts einen leichteren Zugang zu überweltlichen Sphären hätten, kommt dem Bild der magisch begabten Zigeunerin zum Ausdruck. Da Zigeuner ohnehin durch ihre Naturverbundenheit schon als intuitiver gezeichnet werden, steht es in der Logik dieser Konstruktion, dass Zigeunerfrauen noch einmal mehr als ihren männlichen Volksgenossen Fähigkeiten in diesem Bereich zugeschrieben werden. Sergius Golovin misst beispielsweise in seinem Buch Die weisen Frauen, die Hexen und ihr Heilwissen Zigeunerinnen einen zentralen Stellenwert bei.
Kaum eine spätmittelalterliche Quelle kommt ohne den Verweis auf das Wahrsagen der Zigeunerfrauen aus. Das Bild der wahrsagenden Zigeunerin beinhaltet eine klare geschlechtsspezifische Zuschreibung. Es korreliert so gut wie immer mit der Zuschreibung zum weiblichen Geschlecht. Bei Martin Block ist zu lesen: In der Tat haben einige Zigeunerfrauen eine besondere Gabe, die sie aus dem Land der Wunder, ihrer Urheimat Indien, mitgebracht haben mögen. Sie scheinen über magische Kräfte zu verfügen. Die Wahrsagungen und Diagnosen, die die Zigeunerinnen stellen, sind durchaus nicht immer Schwindel. Der Topos der sinnlichen und magisch begabten Zigeunerin wird oftmals in die Nähe der Figur der Hexe gerückt, welche einen Pakt mit dem Teufel eingehe. Jetzt lese ich nochmal ein Zitat von Sergius Golovin aus dem eben zitierten Buch vor. Das Bilsenkraut wurde und wird bei Zaubereien, insbesondere bei Liebeszauber, von den Hexen und Zigeunerinnen, dann auch als hieb- und stichsicher machend, als regenbringend viel benutzt. Man verwundert sich nicht, wenn man die Behauptung liest, dass sich bei Hexenfesten auch Zigeuner als Teilnehmer einfanden und dass die wilden Nachtreigen der Zauberinnen geradezu mit Zigeunertänzen verglichen, von solchen abgeleitet wurden. Das Bild der Hexe impliziert eine unheilbringende und sogenannte heidnische Religiosität, die an das weibliche Geschlecht gekoppelt ist und bekämpft werden muss. Hexenverfolgung war nicht nur ein Kampf gegen nonkonforme Religiosität, sondern auch eine breit angelegte misogyne Gewalttat. Das zweite und letzte Beispiel, was ich innerhalb dieser Argumentationslinie vorstelle, ist das Bild der Zigeunerin als sogenannte femme fatale. Das Bild der schönen Zigeunerin als erotische und exotische Außenseiterin ist ein Paradebeispiel für die Verknüpfung von ethnischen und Genderzuschreibungen und ein kultureller Dauerbrenner. Die sinnliche Zigeunerin wird wegen des Begehrens, welches sie in den Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft wecke, beunruhigend beobachtet. Ihre Körperinszenierung und ihr selbstbestimmtes Begehren werden zugleich als Bedrohung für die dominanzgesellschaftliche Ordnung, sie selbst als femme fatale, wahrgenommen. Eine spezielle Form des Bildes der verführerischen Zigeunerin stellt der Topos des öffentlichen Einzeltanzes von Zigeunerinnen dar. Das zur Schaustellen des weiblichen Körpers wird als bewusste physische Selbstinszenierung, welche die Triebe der Männer wecke und sie ohnmächtig machen soll, abgeurteilt. Krellmann schreibt zum Beispiel: Sie, also die Zigeunerinnen, reizen besonders durch schamlose und erotisierende Tänze. Der Tanz wird als subtiler Angriff der sogenannten Schaustellerinnen des Körpers auf die Männer der Dominanzgesellschaft angesehen und mit dem Motiv der Unstetigkeit der Zigeuner verknüpft. Die bewegliche Dynamik des Tanzes steht der bürgerlichen Unbeweglichkeit gegenüber. Sesshafte Beständigkeit, Verlässlichkeit und Sicherheit werden als Kontrastfolie über das Leben der sogenannten Nomaden gelegt. Diese sind beweglich und unstet in Bezug auf zentrale Fundamente der bürgerlichen Gesellschaft. Ihre Wohnung und ihr Lebensraum sind mobil und stetigen Veränderungen unterworfen, aber auch ihre Liebe und ihr Sexualleben. Der weibliche Zigeunerkörper, der tanzt, kann als besonders aussagekräftiger Ausdruck dieses Zigeunerstereotyps in all seinen Facetten bezeichnet werden. Die Triebhaftigkeit der literarischen Zigeunerin wird oft als einer der Gründe für ihre gesellschaftliche Ausgrenzung angeführt.
der zügellosen, wilden Frau, zu der auch die Zigeunerin zählt, wird das Idealbild der domestizierten Frau, die sich durch Schamhaftigkeit, Unschuld und Anmut auszeichnet, gegenübergestellt. Diese unterliegt dem sexuellen Begehren des Mannes, der die Sexualität der Frau kontrolliert. So wird beispielsweise die Liebe der Männer zu Carmen als unglückbringend gezeichnet, da diese das genaue Gegenbild der bürgerlichen Frau verkörpert. Carmen orientiert sich an ihrem eigenen Begehren und gibt ihren Trieben nach, was ihre Liebe unberechenbar macht. Eheliche Monogamie, bis dass der Tod uns scheidet, ist ihr fremd. Carmen lebt ihre selbstbestimmte Sexualität konsequent bis in den Tod. Mérimée stellt in der Novelle die gesellschaftliche Ordnung wieder her, indem er Carmen sterben lässt. Sie wird aus Eifersucht ermordet, da sie ihre Sexualität nicht unterordnen will. Ihr Modell autonomer weiblicher Sexualität gegen bürgerliche Konventionen und christliche Morallehre, welche Sexualität nur im Rahmen der Ehe als ungefährlich ansieht, ist nicht überlebensfähig. Männliches Besitzdenken wird weiblichem Freiheitsdrang gegenübergestellt. Letzteres wird im Freiheitsstreben einer Zigeunerin potenziert. Liebe wird im Zigeunerdiskurs immer als sexuelle Liebe verstanden. Die Fähigkeit zu platonischer Liebe als Ausdruck domestizierter Triebe wird den Zigeunern abgesprochen. Oft findet eine Dämonisierung des Weiblichen statt. Der zigeunerischen Weiblichkeit wird noch einmal mehr verführende Kraft zugeschrieben, deren Macht oftmals als magisch beschrieben wird. Damit kommen wir wieder zurück auf das eben genannte Beispiel der magisch begabten Zigeuner. Ja. Nun komme ich auch schon zum Ende und zu meinem Fazit, zu meinem zusammenfassenden Fazit. Die vorangegangenen Analysen haben versucht, Zigeunerklischees in ihrer Verflechtung mit Gender-Stereotypen innerhalb gesellschaftlicher wie auch sich als wissenschaftlich bezeichnender Diskurse in ihrer Konstruiertheit aufzuzeigen. Dabei wurden zwei Argumentationslinien stark gemacht. Also zum einen, es finden sich Parallelen in der Konstruktion einer weiblichen Identität und einer spezifischen Zigeuneridentität. Und die zweite These ist dann, die Konstruktion einer spezifisch weiblichen Zigeuneridentität ist dabei vielfach eine Potenzierung der Konstruktion eines zigeunerischen wie auch eines spezifisch weiblichen Wesens. Die Vortragsreihe heißt zur Bekämpfung des Antiziganismus heute und ich habe versucht, die Interferenzen von Diskriminierungsstrukturen offenzulegen und zu sensibilisieren, mit dem Ziel, dargestellte Mehrfachdiskriminierungen, wie ich sie dargestellt habe, zu überwinden. Nun freue ich mich auf die Diskussion und Rückfragen von Ihrer Seite. Danke.